Adi Schatz. Adi Schatz, alles Gute. Adi. Adi. Hör mal die 19. Die 19. Die 19 ist hier. Da ist die 19, pass auf. Ja, da waren die ersten Türchen wohl im Fehlgriff und dann hast du dich dran gewöhnt. Perfekt. Jetzt können wir den Rest nämlich hier hinstreuseln. Guck mal, dieser bunte Mix. Molson Canadian Lager. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses, der dicke, eine neue Folge. Adi und der Bier-Advents-Kalender von Kalea. Aber wir kommen erstmal zum Türchen Nummer 19 von Pupsi, ihrem Karls Adventskalender. Hier steht heute drin: frische Früchte, sonnengereift, schmecken auch zur Weihnachtszeit. Was das ist, hier ist einmal Himbeertraum, ein kleines Gläschen. Das ist ein Himbeerfruchtaufstrich, also wie eine Marmelade. Das ist cool, ist auch eine kleine Portion, wie im Krankenhaus. Karls mit dem Krankenhaus-Feeling, richtig toll. Wir kommen jetzt aber zum Bier, denn da war heute ein Canadian Lager drin. Landstorm hat handerlesen dieses Bier gebraut. Ihr habt einen silbernen Kronkorken, dunkelsilber, mit einem roten Ahornblatt. Ihr habt hier Ahorn, rot, sieht alles aus, wirklich wie Lance Storm aus der WCW. Wo ist der eigentlich hin? So viele Wrestler, heißt es immer, okay, das wurde aus dem, das wurde aus dem, was wurde aus Lance Storm? Das sieht eigentlich ganz cool aus, finde ich. Da steht auch Molson Canadian Lager, founded 1786. Hinten steht zwar brewed in the UK, im United Kingdom. Aber sag mal, was ist ein kanadisches Bier? Was geben wir jetzt fürs Etikett? Ich finde, es sieht ganz chillig aus. Ich würde trotzdem nur 3 von 5 geben, weil es ist halt sehr schlicht. Es ist unspektakulär, aber irgendwie ist es freundlich, es ist frisch, es ist elegant. Es ist diese Schnörkelschrift, es ist das Weiße. Mir gefällt es ganz gut, aber ist halt jetzt nicht das Krasseste, was man je gesehen hat. Wir machen es mal auf. Das scheppert auf jeden Fall. Ist ja sowieso eine braune Flasche, 0,3. Schenken es mal hier ein, jetzt müssen wir wieder gucken. Wegen dem Bild. So, das sieht gut aus. Und jetzt schauen, dass wir nichts hier runter tropfen. Dass wieder das ganze Zimmer nach Bier riecht. Das ist ja nicht mein Zimmer, das ist ja nicht mein Raum. Das ist nur der Adventskalenderraum für die Tastings. Ansonsten habe ich hier drin nichts zu suchen. Weil hier werde ich auch nichts finden, weil ist eh immer alles verschollen. Wir haben jetzt noch Bier in der Flasche drin. Haben jetzt aber schon hier eine richtig fette Schaumkrone drauf. Richtig goldenes, perlendes, sprudeliges Bier, was ein bisschen hell ist. Also ein bisschen zu hell für mich. Ihr kennt mich ja. Letztens war alles schön draußen verschneit. Jetzt sieht es schon wieder aus wie Spätherbst. Guckt euch das an. Da steckt Leben drin in diesem Bier. Könnte aber kräftiger sein für mich, finde ich. Durch das viele Sprudeln ist es auch nicht so klar. Ich bleibe aber trotzdem bei 3 von 5 Punkten. Es sieht halt schon köstlich aus, es sieht lecker aus. Aber es müsste kräftiger von der Farbe her sein für mich, damit es da auf 4 oder 5 hochgehen kann. Wir probieren. Achso, Geruch? Geruch ist das dritte. Riecht gerade so nach Fensterspülmittel. Also wenn du dein Fenster mit Glasreiniger oder irgendwas, da ist immer so eine leicht chemische beziehende Note in der Nase drin. Das habe ich jetzt gerade hier bei diesem Bier. Fühlt sich dadurch nicht gut an, weil du willst ja kein Spülmittel trinken. Also kein Fensterreiniger. Dieses Stechende, das war gerade komisch. Beim zweiten Mal war es jetzt nicht mehr so schlimm. Da hast du auch eine leichte Biernote wahrgenommen. Aber ansonsten ja, finde ich den Goritz. Geh mal 2 Punkte, 2 von 5, das muss reichen. Also ist auch trotzdem jetzt nichts richtig Prickelndes. Wir probieren mal einen Schluck. Füllen nochmal ein.
damit wir den Rest von der Flasche auch drin haben von diesem Canadian. Also, beim Trinken merkst du erstmal gar nichts. Das wirkt dadurch sehr wässrig, mit wenig Geschmack. Beim Absetzen jetzt hast du richtig so ein dumpfes, so eine Note, die dich nach unten zieht. Ich weiß immer nicht, wie ich das beschreiben soll, aber genau das macht es. Du hast manchmal Geschmäcker, die gehen nach oben. Geschmäcker, die verziehen sich komplett da, wo es ist. Das ist dann immer IPA, Pale Ale, wo sich das ganze Gesicht, weil es bitter ist, verzieht. Ich würde nicht sagen, es ist herb, ich würde nicht sagen, es ist bitter. Ich würde sagen, es ist irgendwie stumpf und sackt halt irgendwie so ab, was für mich sehr unangenehm ist auch. Was ich jetzt nicht gut finde, ich habe auch ein leichtes Bitzeln wieder mal auf der Zunge, irgendwie was leicht Säuerliches, was aber ja, nicht der Rede wert ist. Ich würde nochmal einen Schluck trinken, mal gucken, wie es dann ist, nochmal im Vergleich auch, wenn man mehr trinkt. Also direkt beim Trinken wirklich kaum Geschmack. Sehr wässrig, und dann setzt du ab und dann ist es wie ein Schlag in die Magengegend auf einmal. Nicht bitter, nicht herb, nicht so schlimm wie Pale Ale oder IPA, aber anders, merkwürdig auf jeden Fall, was für mich nicht angenehm ist. Weil ich dann jedes Mal beim Absetzen da, ist mir zu wenig und zu viel gleichzeitig. Sagen wir mal, ich würde hier zwei Punkte geben. Es geht schlimmer auf jeden Fall. Oh, das ist unter dem Standard. 2 Punkte für Geschmack für dieses Canadian Destroyer. Molson, meine ich. Der Molson, der gute Molson. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen beim Türchen Nummer 20 wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.